Ja, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher. Naja, es ist eher Rätselgrad, aber nicht Schwierigkeitsgrad. Also, ich finde das jetzt nicht unbedingt schwierig. Ah, das hinbekommen. Ah, Moment. Ich gehe erstmal hier oben lang. Das ist mir wichtiger gerade. Oh. Hey! Was auch mit dem Gas da. Ja, mit dem, was auch immer. Au! Komm runter. Danke. Zur Not, wenn ich weiß, dass ich gleich abverrecke, dann. Hey. Er kann es auch Komm. so voll übertreiben. Ah, da passiert nichts. Okay, gut zu wissen. Ah! Das ist gemein! Spiele sind gerne gemein. Merkt ihr Ja, das? aber solche auch noch. Also so gemein. So, okay, ich suche mir dann mal wieder ein bisschen Futter. Ja. Nahm. Buh. Das ist ein richtiges Jump'n'Run. Ja, natürlich soll es ja auch sein, irgendwie. Irgendwie. So, hopp. Und ab. Und ab. Na, na, na. Tschu. Du erhältst ein Blasenschild. Der schützt deine Blase. Gra Okay. von, er ist von Granufink. Der Granufink Blasenschild. Das klingt doch schön. Sind wir hier? Da geht's rüber, aber ich will nach oben. Aua! Ich freue mich auf den nächsten Dialog. Wieso? Meine Ah! Stimme ist von Sekunde zu Sekunde immer schlimmer. Oh oh. Was ist denn mit denen da? Ich esse erstmal wieder was. Nam nam nam. Und hier ist ein Monster! Oha! Giga, du! Der kleine Lumox im Der Spiel. gigantomanische Lumox. Ja. Es ist ein Gigalomox. Wow, das Vieh ist gewaltig. Was steht auf dem Schild? Vorsicht, Gigalomox reagiert auf Reisende, die nach Schinken riechen. Oh! Ich soll also nach Schinken. Huchi. Aber gut zu wissen. Cool. Okay, die Okay, müssen Mädels, ihr erstmal. seid in Gefahr. Mädels, ihr seid in Gefahr. Nee, nicht unbedingt das, aber Speicher als erstes, Speicher als erstes. oh ja. Da war ja noch ein Speicherpunkt. In der Tat. In der Tat. Okay, jetzt muss ich da ja wieder hoch. Ich habe das Gefühl, dass ein paar meiner Freunde gerade hier Zuschauer beim Stream. Ich habe nur das Gefühl, Ein ne? paar davon, wir haben gerade mal 5 Leute. Ja, Also wäre der Stream dann sonst leer oder wie? ich Danke, gut zu wissen. Schön. meine. Ich meinte 1 oder 2, keine Ahnung, ich bin mir nicht Also, sicher. liebe Leute, die hier im Stream sind, bringt mal ein paar Leute her. Das wird sonst nichts, da kann ich das auch lassen. Andererseits, ich kündige es nicht an, ich spiele Spiele, die sowieso keiner sehen will. Ach wie, was eine Frechheit. Also langsam müsste man wissen, dass mein Spielegeschmack doch gar nicht so schlimm ist, oder? Nö. Nimmt es halt nicht solche Aber es ist halt kein Layton. Battlefield und so. Was die dunkle Magie erhalten. Das, der Was bringt die dunkle. mir eigentlich? Keine Ahnung, irgendwann kommt dann. Da kriege ich Magie-Container. Das könnte eventuell wirklich Legend of stimmen. Zelda. Vielleicht, ja. Willkommen zurück, Johann. Yo, Mann. Ach ja, eine Frage. Ja, diese Statuen haben auch ziemlich dicke. Ja, was? Nein! Wie lange leben wir? Also jetzt sind wir ja noch relativ, jetzt ist es ja noch relativ wenig, aber trotzdem, ich denke mal,
ich würde mal dieses Level hier irgendwie den ganzen Kram, bis ich den großen Boss da besiegt habe, und dann reicht das auch erstmal. Okay. Ja. Klingt gut. Klingt vielversprechend. Hä? Klingt vielversprechend. Mhm. Ah! Piu! Oh, ich hab. Ah, schon wieder nicht. Ach so, ja, das ist ja eine Kette. Jona empfiehlt gerade ein anderes Spiel. Nö. Und ein Freund von mir ist dabei. Okay. Ach, schon wieder dieses Spiel. Ich glaube, das wurde schon mehrmals angesprochen. Tengu. Ich glaube, es ist das für den Game Boy Advance gemeint. Ich habe keinen Plan. Ja, das würde ich dann lieber auch nochmal präzisieren, weil es gibt mehrere von diesen Spielen. Und nein, das würde ich live nicht machen. Zumal das nächste Rhythm Tengoku oder Rhythm Heaven Spiel, was ich da spielen werde, ist definitiv ein anderes als das für ein Game Boy Advance. Und das nur unter bestimmten Voraussetzungen. Mehr sage ich nicht, den Rest weiß man eigentlich. Okay. Da hat sich gerade jemand gemeldet in... Ja, ich weiß. Das ist jemand, der zu dir gehört. Okay. In der Tat. Moment, also das war jetzt... Hier war dieser komische... Ah, okay. Und wenn ich drüber springe, dann... Ah, so ein Vieh ist da wieder. Ein... komisches Bad-Ding. Ah! Waschbär, hör bitte auf, schwedisch zu schreiben. Nochmal! Nein! Doch! Aber da hat zum Glück ein bisschen gespeichert. Aber ich kann hier gerade speichern. Brauche ich aber nicht. Na toll. Ach, hier war das. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Keine Ahnung. Das ist jetzt schlecht. Weil ich nicht weiß, ob ich diesen Dings schon geholt habe oder nicht. Ah, Mist, ich hab das falsch rum gemacht. Ja, egal, versuch's nochmal. Und das war's. Ah! So viel dazu. Der 3DS-Teil ist durch. Ist sogar alles in der Playlist dazu, also was Rhythm Tengoku angeht. Hep, hep, hep. Ah! Na! Mist. 3 Stunden später. Sie. So, und nochmal. Hap, hap, hap. Hui! Siehste, gar keine 3 Stunden. Oh. Bis dahin müsste ich hier sowieso schlafen, gehen, glaube ich. Ah. Oh. Egal, ich kann ja ruhig mal was einstecken. Ich brauche keine Lebensenergie. Okay, ich mache das folgendermaßen. Ich hole mir erst den bei dem komischen Drachenvieh. Ja, hier nehme ich einfach mal Schaden. Auch okay. So. Also da hole ich mir dieses komische Schattending und dann gehe ich auf dem Rückweg nochmal hier gucken. Ah. Nehme ich mal schon was zu essen? Ja, sicher, sicher. Na, was denn hier? Moment, war ich hier mega schon mal? Unfair. War ich hier schon mal oder war ich auf der Seite irgendwo? Waschbär, okay. Ich bitte dich bitte, ein bisschen freundlicher zu werden. Schwupp! So. Na. Spring doch mal hier rüber. Geht doch. Hup.
Was heißt denn hier eigentlich freundlicher? Wer ist denn hier unfreundlich? Ein gewisser Waschbär. Merke ich nicht. Egal. Wer löscht denn bitte seine Nachrichten? Da gebe ich Leuten die Macht und sie missbrauchen sie gleich. Zö. Da bin ich jetzt wohl auf der Seite, auf der man mich nicht vermutet hätte, wa? Oder auf der du mich nicht vermutet hättest. Kann doch jeder schreiben, wie er will, solange er keine bösen Sachen schreibt. Muss sich ja niemand mit jemandem unterhalten, der eine andere Sprache schreibt, die, als man selbst. Das ist aber irgendwie traurig. Oh, okay. Oh, ich finde, Japanisch, das sieht doch schon mal schön aus. Jetzt fragt sich nur, was das heißt. So, waren wir jetzt hier eigentlich schon mal? Nein. Es ist ja bei nicht gespeichert worden. Okay. Das ist so, weil, wo du ganz runter gehst, einfach speichern. Ja. Mach ich auch. Winter's Tale, du hast bis jetzt nichts verpasst, außer die ganze Geschichte am Anfang. nichts außer fast alles. Toll. Haufenweise zweideutige Anspielungen, würde ich sagen. Von nassen Löchern und von trockenen Löchern. Es kommt auch mal Russisch Gruppen? Dabei. Wer schreibt denn da bitte Gruppenkartoffel auf Ach ja, da kommt ja Russisch. Das ist ein anderer Kumpel von mir. Okay. Die zeigen gerne, dass sie existieren. Oh Gott. Jetzt wird's richtig doof. Ich glaube, es wäre doch eine gute Idee gewesen, das zu moderieren. Ups, ich bin runtergefallen. Habe ich jetzt schon gespeichert? Egal, ich mach's gleich nochmal. So, nochmal speichern. Man kann ja nie genug speichern. Die weibliche Stimme bin ich und ich heiße Sapi, bin 16 Jahre alt und ich... Und? Ja, das war's. Und Satz zu Ende. Entschuldigung. Ich erzähl da gerne böse Sachen drüber. Nein, böse nicht, böse. Nein, böse nicht, aber ich zieh Leute gerne damit auf. Ich würde mich aber auch selbst damit aufziehen. Ja, 16. Hast du ein Problem damit? Nein, ich weiß. Oha, Waschbär ist richtig böse geworden. Ja, ich sehe schon. Das geht dann, also sobald das über irgendwelche Grenzen geht, ja klar, sage ich schon was. Wupp. Beziehungsweise, falls sich im Chat jemand beschwert, sagen wir es mal so. Ich meine, solange es niemanden stört, ist es mir egal und ich kann es sowieso nicht lesen. Ich habe nur eine Bitte, und zwar, Joman, hör auf, Französisch zu schreiben. Was? Wer? Joman. Er kann gerne Japanisch, jede Sprache, bitte kein Französisch. Ja, da... Oh Mann. Ich will dazu jetzt lieber nichts sagen, weil auch wenn ich damit konform gehe, ja, mehr nicht. So, wo war denn jetzt, wo ging's denn jetzt hin? Achso, jetzt können wir in die andere Richtung. Hier lang. Aber, da ist ein Pfeil und dann geht's hier nicht mal lang, ja super. Das ist ja mega nett. Das ist voll frech. Wer denkt sich sowas aus? Okay, gucken wir mal die Karte an. Vielleicht ist der Pfeil da, damit irgendwann da ein Geheimgang offen ist oder so. Das ist möglich. Ja, das ist richtig. Günther. Okay, also... Hier ist aber gerade wirklich gar nichts. Ich komme hier nicht weiter. Das heißt, wenn ich nicht zufällig
hier einen Weg finde, habe ich das Ende erstmal erreicht. Yay! Nein, ich meine nicht diese Art von Ende. Ja, genau, das Spiel ist vorbei. Na, das wär's. Nur dieses Riesenmonster und das war's schon. Okay, also wir haben auf jeden Fall... Wie bin ich hierher gekommen? Ende. So. Eine Story-Zusammenfassung. Also, ja, es wurde Scuttletown überfallen erst. Und zwar von dem bösen... Warte. Scuttletown ist das Dorf, wo der Hauptcharakter kommt. Dann wäre Scuttle Village. Egal, das ist einfach ihre Heimat so. Jo. Ja, und das wurde angegriffen von dem bösen Ammo Lord. Ja. Nee, Ammo Baron. Und den hat Shantae aufgehalten und ja, was ist dann passiert? Sie hat angefangen, also sie hat erstmal eine Strafe bekommen, weil sie ihn ja nicht angreifen sollte, obwohl er eigentlich ein Bösewicht war. Und ihre Waffe, und zwar, das sind doof, aber ihre Haare. Sollten dann abgeschnitten werden, ja. Ja, und dann hat sie die eine da kennengelernt, wie heißt sie nochmal? Was mit Boots? Naja, das ist halt so eine Partnerin, mit der sie jetzt halt auf Reisen ist und ja, sie... Naja, eigentlich ist sie eine, also sie ist eine, die Böse aus einem anderen Teil. Ja, genau. Ja, aber diesmal ist eine eher verbraucht. So, ich versuch's nochmal. Vielleicht gibt's ja hier wirklich noch einen anderen Weg, den ich einschlagen kann. Ernsthaft, gibt's schon Shentais. Shentais? Ja. Ich denke mal, sowas gibt es ja. Shantais. Oh Gott. Egal, ja. Natürlich gibt es sowas. Rule 34 nennt sich das doch. Da gibt es auch Seiten dafür und da kann man einfach mal nachschlagen. Da gibt's sowas. Da gibt's alles. Nein. Warum komme ich da nicht? Ach, ich probiere es gleich nochmal. Und dann, wenn es nicht klappt, dann ist auch gut. Außerdem, ich weiß ja gar nicht, ob mir das überhaupt was bringt, wenn ich da lang gehe. Höp. Ah! Ich hasse es! Ich hasse es wirklich. So, und jetzt. Und hab. Diesmal schön gesprungen und hoch da. Ah. Weiter komme ich hier aber jetzt gerade nicht. Mist. Wow, okay. Das hat ja richtig viel gebracht. Ja, das hat irgendwie 0, gar nichts gebracht und ich komme da aber auch nicht hoch. Gut, was machen wir also als nächstes? Gucken wir mal auf die Karte. Speichern ist eine gute Idee und ich würde dann sogar sagen, das reicht erstmal. Ja? Ja. Okay. Ich werde mal sehen, was ich heute noch so mache, aber... Oh, vielleicht werde ich noch weiterarbeiten an einer Layton. Ach Quatsch, nicht Layton. Einer Ace Attorney. Vertextung auf Deutsch. Mann, den Anime aufs Deutsch, ins Deutsche übersetzen und dann, wenn möglich, auch mal vertonen. So. Das Doofe ist nur natürlich fürs Vertonen. Dafür würden mir ja wieder mal noch Leute fehlen. Ausnahmsweise sogar mal mehrere männliche Stimmen. Ich kann nicht jeden selber übernehmen. Tja, für Mia habe ich aber schon jemanden. Na, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das wär's dann erstmal für den Stream heute. Danke, dass ihr dabei wart, jetzt gerade, wo mehr Leute da sind, ist es natürlich ganz witzig, dass ich aufhöre, oder? Na, vielleicht finde ich noch raus, wie es weitergeht und dann mache ich noch weiter. Oder auch nicht. Ach, wir können ja bis Samstag oder so weitermachen. Also denn... Genau, Samstag ist eine gute Idee. Samstag machen wir dann weiter. Ja. Okay. Bis dann. Tschüss.